Wir haben in der Denkgeschichte des Liberalismus dem Begriff Freiheit viele Etiketten gegeben. Negative, positive, materielle, formale, substanzielle, prozedurale, idealistische, materialistische und so weiter. Diese Etiketten waren aber meistens relativ beliebig. Sie hingen zusammen mit den Ausdruckswünschen der jeweiligen Autoren und entsprechend umstritten sind sie auch. In der fachphilosophischen Debatte hat man sich schon lange versucht, über diese zweistelligen Konzepte hinauszukommen und beispielsweise dreistellige Begriffe von Freiheit zu entwickeln. Da geht es im Wesentlichen darum, dass man sagt, Freiheit ist immer dreierlei. Sie ist die Freiheit von etwas, zu etwas, für jemanden. Und wir müssen alle drei Aussagen treffen. Wovon sind wir frei, zu was sind wir frei und wer ist da frei, um sinnvoll über Freiheit sprechen zu können. Und wenn wir uns dann fragen, wie können wir dann die unterschiedlichen Auffassungen von Freiheit am besten charakterisieren, typologisieren. Wenn wir beispielsweise sehen, dass es einerseits liberale Sozialisten gibt oder welche, die wenigstens behaupten, diese Gedanken vereinen zu können und andererseits Libertäre und beide sich als Freunde der Freiheit begreifen. Welche Benennung von Freiheit macht am meisten Sinn, schafft am meisten Klarheit? Und hier ist mein Vorschlag von sozusagen privaten Vorlieben für bestimmte Beiworte, für bestimmte Adjektive abzurücken und sich auf die Kategorien des Denkens zu beziehen. Und da fallen mir zwei ein, die sich zu Freiheit in einem ganz bestimmten und, wie ich argumentieren würde, in einem dialektischen Verhältnis verhalten. Das ist zum einen die Vorstellung quantitativer Freiheit. Da würden wir also sagen, was Freiheit ist und was wir unter ihr schützen sollen, das stellen wir am besten fest, indem wir versuchen, Freiheit räumlich auszudehnen oder numerisch auszuweiten. Wir wollen die Optionen, die ein Individuum hat, maximieren. Wir sagen, von Freiheit gilt, je besser, je mehr, desto besser. Je mehr Optionen wir haben, desto besser steht es um die Freiheit. Dabei aber übersehen wir oft, dass es vielen Menschen gar nicht auf eine absolute Maximierung von Optionen ankommt, sondern auf gute Optionen. Oft ist eine kleine Anzahl sinnvoller Optionen viel förderlicher und zuträglicher zu den Lebenschancen eines Menschen als eine große Anzahl schrecklicher oder wenig nachhaltiger Optionen. Deswegen schlage ich vor, dass wir statt einer Fokussierung zunächst und zuerst auf den quantitativen Aspekt von Freiheit uns darauf besinnen, Freiheit qualitativ zu denken und zu sagen, je besser, desto mehr. Je sinnhafter, je freiheitsermöglichender auf Seiten anderer, je nachhaltiger eine bestimmte Option ist, desto mehr sollten wir sie als Freiheit schätzen und schützen. Der Unterschied kommt dabei heraus, dass wenn wir zuerst quantitativ denken, schließen wir qualitative Aspekte aus. Wenn wir sagen, n plus 1 an Freiheitsoptionen ist immer besser als n, dann können wir gar nicht mehr sagen und unterscheiden zwischen sinnvolleren und sinnloseren Freiheiten. Und dann müssen wir eigentlich einen Einheitsliberalismus fordern, der von einem bestimmten Experten einmal um die gesamte Welt gefaltet wird. Gerade das aber ist nicht eine Entsprechung der Idee der Freiheit, die ja die Betroffenen von Lebensweltregelungen zu Beteiligten machen möchte, die ja möchte, dass Menschen teilhaben an den Ordnungen, die sie umgreifen, die möchte, dass Menschen sich demokratisch in ihr Geschick eingeben und selber ihre Freiheit ausgestalten. Wenn wir also Menschen direkt, partizipativ oder indirekt repräsentativ an der Ausgestaltung ihrer Freiheiten beteiligen wollen, dann müssen wir ihnen das Recht zusprechen, zu sagen, diese Freiheit ist mir wichtiger als jene. Und dann sind wir beim qualitativen Denken. Und beim qualitativen Denken ist es eben so, dass hier der quantitative Aspekt nicht ausgeschlossen wird, sondern an zweiter Stelle eingeschlossen wird. Sobald wir gesagt haben, dies ist eine Freiheit, die ich besonders wertschätze, beispielsweise Meinungsäußerungsfreiheit, Religionsfreiheit, muss ich auch sagen, wo ist denn dann Ihre Grenze? Wie viel darf es denn davon geben, damit die Freiheit, die gleichartige Freiheit der anderen noch gewahrt ist? Und das ist der entscheidende Unterschied. Quantitatives Denken verarmt uns, weil es die qualitativen Dimensionen ausschließt. Qualitatives Denken bereichert uns, weil es die quantitativen Dimensionen einschließt. Während quantitativer Liberalismus uns zu einem Einheitsliberalismus und zu einer Expertokratie führt, führt uns qualitativer Liberalismus zur Ermächtigung Unterschiedliches unter Freiheit von Ort zu Ort, von Zeit zu Zeit, von Gemeinwesen zu Gemeinwesen zu verstehen
Und damit ist qualitative Freiheit die reichere, die integrativere, die inklusivere Kategorie und deswegen vorzuziehen. Jede sinnvolle, jede sich über sich selbst aufklärende Philosophie der Freiheit, jede Freiheit, die Freiheit sowohl als Grund ihrer selbst wie auch als Grenze ihrer selbst denkt, fängt bei Immanuel Kant an. Da geht kein Weg dran vorbei. Aber wenn wir auf die modernen Notwendigkeiten einer sowohl ökologisch nachhaltigen wie sozial nachhaltigen als auch moralisch nachhaltigen Freiheit hindenken, wenn wir Liberalismus als durch und durch kosmopolitisches Projekt begreifen, wenn wir Freiheit denken im Zuge subsidiärer Solidarität und solidarischer Subsidiarität, dann würde ich nicht an erster Stelle Immanuel Kant nennen, sondern eine Strömung, die vor allem in Spanien und Lateinamerika als harmonischer Liberalismus reüssiert hat, den Krausismus. Sie geht zurück auf die Werke eines nachkantianischen deutschen Philosophen, Karl Christian Friedrich Krause, der von 1781 bis 1832 lebte und dessen Philosophie in Deutschland nicht, aber dafür in Spanien, Portugal und Lateinamerika sehr erfolgreich war. Sie war erfolgreich, weil sie Freiheit nicht nur als Grund ihrer selbst, sondern auch als Grenze ihrer selbst verstanden hat, weil sie Freiheit immer mit den Bedingungen ihrer moralischen, sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit zusammengedacht hat und weil sie Freiheit im Wesentlichen prozeduralisiert hat, weil sie also den Gedanken, dass Menschen dazu berechtigt sind, unter Freiheit an unterschiedlichen Orten Unterschiedliches zu verstehen, so prozeduralisiert hat, dass Gesellschaften sich im Namen der Freiheit umbilden konnten, ohne dass die eine Gesellschaft der anderen Gesellschaft aufoktroyieren konnte, was es denn genau heißt, frei zu sein und frei zu leben. Diese Strömung war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sowohl in Spanien als auch in Lateinamerika bis zu der Zeit der vielen Diktaturen äußerst erfolgreich. Sie prägt auch heute noch viele liberale Parteien und Institutionen, beispielsweise in Uruguay und Argentinien. Freiheit und Weltethos sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. Ohne Freiheit kann Weltethos nicht konsequent gedacht werden. Erzwungene Tugend ist keine. Freiheit kann man nicht durch Zwang erwirken. Man kann zu ihr nur ermutigen, ermächtigen, befähigen. Wenn es dem Projekt Weltethos darum geht, dass Menschen sich angesichts dessen, was sie trennt und angesichts der Probleme, die die Menschheit gemeinsam bedrängen, auf das Verbindende konzentrieren, auf die Werte, die sie seit jeher und überall erkannt und anerkannt haben, dann muss es darum gehen, dass Menschen Verantwortung freiwillig übernehmen und deswegen in verantworteter Freiheit im Angesicht der gesamten Menschheit handeln. Insofern ist Freiheit die Plattform, von der heraus Weltethos gedacht wird. Umgekehrt gilt aber auch, Weltethos kann ohne Freiheit gar nicht sinnvoll praktiziert werden. Wenn es uns darum ginge, eine Tugenddiktatur einzurichten, würden wir das Gegenteil von dem bewirken, was wir bezwecken. Und insofern sind für mich Freiheit und Weltethos Wechselbegriffe.